Hey, euer Doc ist am Start mit einer neuen Folge und ich habe hier heute drei Fightsticks. Das sind Fightsticks von dem Unternehmen Quamba und ich zeige euch heute drei Stück. Die Einsteiger-Variante, zwei Premium-Varianten, wobei wir hier schon fast bei einer Variante reden, wo hauptberufliche Pro-Gamer in der Beat'em-up-Szene nutzen. Mich haben einige Zuschauer immer wieder gefragt, hey, du kannst mal Fightsticks vorstellen, was kannst du so empfehlen? Und das Interessante ist, ich habe jahrelang wirklich in der Szene zwar nicht professionell gespielt, eher so just for fun, aber wir haben sehr viele Veranstaltungen besucht, wo Pro-Gamer da waren. Wir haben eine Veranstaltung besucht, wo zum Beispiel in einem Kino man heute gegeneinander einfach spielen konnte. Ja, ein solches Turnier und so weiter. Das hat mega Spaß gemacht. Ich habe auch den ein oder anderen Entwickler kennengelernt, zum Beispiel von Capcom, Street Fighter und so weiter. Und auch Pro-Gamer. Zudem habe ich auch letztes Jahr den ein oder anderen Pro-Gamer kennengelernt. Und so kommt man halt hin und wieder nicht vorbei, auch an Fightsticks. Ich habe schon sehr, sehr viele Anfragen erhalten. Hey, Fightstick, Fightstick, Fightstick. Ich wollte aber unbedingt Quamba euch vorstellen. Die glänzen nämlich sowohl mit Qualität als auch mit Funktionalität. Natürlich gibt es auch noch von den großen Herstellern wie Mad Catz, Razer und so weiter Sticks, ja. Hier haben wir aber auch nochmal zusätzlich andere Möglichkeiten. Ich war sogar schon mal kurz davor, mir selbst einen zusammenzubauen, habe aber auch damals dann eher zu einem günstigen gegriffen. Und ein Freund von mir hat damals sogar einen gewonnen gehabt, einen sehr, sehr hochwertigen. Auch richtig nice. Dennoch hatte ich aber auch schon sehr viel in den Händen und habe mit den hochwertigsten gespielt. Fangen wir mit der Einsteiger-Variante an. So, was mitgeliefert. Einmal die Gebrauchsanleitung und dann der Arcade-Stick. Da ist er. Wir haben hier eine glänzende Oberfläche. Das sind die Tasten. Wir haben hier oben PlayStation 4 als auch PS3-Mode. Die Share-Taste, L3-Taste, Turbo-Taste, PlayStation-Taste, Mode-Taste, R3-Option. Und hier können wir dann natürlich die Taste sperren. Schaut doch sehr schön aus. Hier haben wir eine Anti-Rutschmatte und wir können hier auch natürlich das Ganze aufschrauben, um den Stick auszutauschen. Bei günstigen Varianten ist es oft so, dass die einfach, also für Menschen, die einfach just for fun spielen möchten, nicht so viel auf Turnieren fahren oder vielleicht eher so gar nicht. Denn man kann natürlich die Tasten auch austauschen. Man kann alles austauschen. Man muss aber hier wirklich alles aufschrauben, um da ranzukommen. Das Kabel ist hier fest verbunden und ist einfach hier kurz aufgeräumt. Für jeden Einsteiger, der Beat'em-ups spielt, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat und so weiter, ist es definitiv eine coole Möglichkeit, mit der wir gleich mal spielen werden. Das hier ist die Obsidian-Version. Das ist, wie gesagt, schon eine Premium-Version, eine hochwertige Version. Die bringt natürlich nochmal zusätzliche Funktionen mit sich, die die günstigen Einsteiger-Varianten einfach nicht haben. Diese könnt ihr auch sowohl auf der PlayStation 3, auf der PlayStation 4 als auch am PC benutzen. Auch hier haben wir 8 Tasten. Hier haben wir aber schon die Sanma-Tasten. Sind 30 mm groß und auch schon hier die hochwertigen und auch die abgerundeten. Dann haben wir auch einen Sanma-Stick, also auch schon einen hochwertigen. Gilt auch übrigens für die High-End Premium hauptberufliche Version. Die hat nämlich auch die Sanma-Sticks und die Tasten. Auch hier eine viereckige Begrenzungseröffnung, 3 mm Kopfhöreranschluss. Und hier fängt es schon an. Ihr könnt hier euer Headset anschließen. Bringen günstige Varianten oder alternative Varianten von anderen hochpreisigen Herstellern nicht immer mit sich. Also findet man selten auf dem Markt. Auch hier Turbo-Mode-Taste, Turniersperrschalter, zweimal LED, Stimmungslichtbereiche. Links und rechts zeige ich euch gleich, passt sich einfach deines Spielgeschehens an. Und das Geile ist, wir haben hier auch noch ein Touchpad, PlayStation Touchpad. Auch hier geht die Gebrauchsanleitung. So, man sieht hier auch schon einen ganz, ganz anderen Eindruck. Wiegt definitiv schon viel mehr. Hochwertig verarbeitet. Tasten fühlen sich viel hochwertiger an. Im oberen Bereich haben wir hier die PlayStation-Taste, die Share-Taste, Turbo-Taste, Mod-Taste, L3, R3, Option, LED, PlayStation 4, PS3, PC und natürlich hier auch der Sperrbereich. Wir haben hier an den Seiten den LED-Bereich, auch eine Anti-Rutschmatte.
Hier haben wir den Klinkensteckeranschluss für unser Headset. Vorne haben wir hier endlich auch ein Touchpad. Das Touchpad, wie wir das halt einfach vom PlayStation 4 Controller kennen. Und hier haben wir einen Bereich, der etwas schwer aufgeht, aber wenigstens vorhanden ist, wo auch das Kabel mit abgelegt werden kann und somit auch aufgeräumt ist. Kabel ist hier aufgeräumt, Kabel ist hier aufgeräumt und geht auch hier dann zu. Auch hier die Option, wir können alles aufschrauben, wir können die Tasten alles individualisieren. Da drinnen geht es dann rein ins Getummel und ihr könnt euch dann im Umbau austoben. Also das ist schon hier wirklich die Premium-Variante. Allein die Box glänzt schon mit einem heftigen Wow-Effekt. Dieser typische asiatische Style. Das ist hier die Dragon Edition. Gebrauchsanleitung. Boah, das Ding hat schon Gewicht. Also der Transport. Porno für die Augen. Wir sehen hier viel, viel Klavierlackoptik. Sehr viel. Wir haben hier eine Edelstahllegierung. Hier alles Edelstahl. Kunststoff. Hier vorne wird das Kabel aufgerollt und aufgeräumt. Auch hier Anti-Rutschmatten. Sehr prachtvoll. Hat Gewicht. Hier haben wir auch Turbo, LED, L3, R3. Sehr hochwertige Tasten, Option-Taste. Wir können hier PlayStation 4, PlayStation 3, PC wechseln. D-Pad, linker Stick, rechter Stick. Hier alles einstellbar. Auch bei der Vorgängerversion ist das Ganze einstellbar, aber hat keine separaten Tasten, sondern ist so eine Multifunktionstaste. Man merkt den Unterschied. Definitiv. Und hier haben wir einfach noch, auch hier links, Klinkensteckeranschluss für euer Headset. Und jetzt kommt's. Gespannt? Zack. Die Box der Pandora ist offen. Oh, schön. Hier alles verkabelt. Diese Funktion ermöglicht uns sehr einfach ins Innenleben des Fightsticks, Arcade Sticks ranzukommen. Schnell alles auszutauschen. Die Platte lässt sich austauschen. Links natürlich dann der Stick plus natürlich die Tastenbelegung rechts und das Kabel dementsprechend mit der Farbe. Und somit können wir ganz, ganz einfach mit wenigen Handgriffen da dran Tasten, falls sie defekt gehen, falls wir andere Tasten haben möchten, je nachdem, situationsbedingt, Farben und individualisieren. Der Dragon. Das sieht man hier noch schön im Drachenschuppendesign. Auf jeden Fall mein Herzstück. Das Ding empfehle ich wirklich für mega Hardcore-Fans. Vielleicht sogar die beruflich das Ganze eines Tages machen möchten, die gerne auf Turniere fahren. Dennoch wichtig, das Gewicht. Das Ding ist nicht gerade leicht. Für Einsteiger empfehle ich natürlich die Drone-Version. Also das ist auf jeden Fall die Einsteiger-Variante, die auch sehr leicht ist unter den Arm und ab geht's. Die Obsidian ist für mich persönlich eine Zwischenlösung zwischen dem High-End und dem kleinen Modell. Erlaubt zwar nicht die schnelle Individualisierung wie hier, dennoch ist es hier auch möglich. Hat hier schon die hochwertigen Tasten und führt euch definitiv in diese Szene ordentlich rein und ein bisschen LED ist ja auch. Der Test zeigt, dass die Einsteiger-Variante, die Drone-Variante, natürlich für den Preis zwei Tasten besitzt. Diese quietschen etwas leicht, sind natürlich nicht so leichtgängig und auch der Stick wirkt ein bisschen schwammig. Trotzdem für Einsteiger, für Kinder, für die, die in die Szene rutschen möchten, ist das ein Stick, mit welchem man definitiv anfangen kann. Der Obsidian ist meiner Meinung nach das Mittelding und hier spürt man definitiv die Premium-Qualität. Bedeutet einfach, die Sanwa-Tasten und den Sanwa-Joystick, wie er einfach angenehm und viel präziser arbeitet, als das zum Beispiel bei der Drone-Version ist. Das gleiche gilt für die Dragon-Version. Für mich persönlich meine Lieblingsversion, ist nicht nur hochwertig verbaut, lässt sich sondern perfekt und schnell zugreifen für Profis. Das Gewicht ist aber definitiv nicht gerade perfekt für den Transport, wenn man viel unterwegs ist. Und aus diesem Grund meine persönliche Empfehlung, der Mittelklasse-Arcade-Stick, der Obsidian von Quamba. Die Kabel unterscheiden sich
Wobei die kleinste und die mittlere Version ein normales, ganz normales Kabel hat, hat die hochwertige Version, die Dragon-Version, ein ummanteltes Kabel. An sich lässt es sich mit allen dreien perfekt spielen. Der Drone, die günstige Variante, ist die etwas lautere Variante, die knobelige Variante und die anderen zwei durch die Sanwa-Tasten, die etwas ruhiger. Es handelt sich bei allen drei Arcade-Sticks um offiziell lizenzierte Produkte von Sony. Wichtig ist auch hier, die funktionieren nur auf der PlayStation 4. Bedeutet, wenn ihr auf ein Turnier oder auf ein Event fahrt, klärt bitte vorher, auf welchen Konsolen wird gespielt, auf der Xbox oder auf der PlayStation 4. Schreibt mir eure persönliche Meinung. Nutzt ihr Fightsticks? Welche gefällt euch am besten? Welche Erfahrung habt ihr so in der Arcade-Szene, Fightstick-Szene, Beat-Up-Szene gesammelt? Bin mega gespannt. Wollt ihr, dass ich dieses gesamte Thema noch vertiefe? Daumen nach oben und in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.